Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Das nennt er einen Weg? Scheiße! In Ruhe, wo ist der lang? Wo springen nochmal? Mach doch mal irgendwas! Ja, lass fallen. Fallen lassen. Lass dich jetzt fallen. Komm schon, Bro. Danke. Sachen in die Luft. Was? Okay. Hier unten. Komme. Wo bist du? Ich bin hier. Oh. Komm schon. Scheiße. Entschuldigung. War jetzt nicht meine Absicht. Wo bist du? Ich bin hier unten. Komm schon. Wohin? Wie? Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Hier runter, schnell! Wo denn? Nicht warten, geh! Aber wenn ich mal Nathan! Dann sterbe ich. Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Schnell! Okay, wir schwingen einfach mal. Ich kann nicht mal schwingen, oder? Doch, aber das bringt nicht viel. Sam eigentlich. Ich kann doch nirgendwo hin, ne? Hä? Wo die abfallen? Doch. Wie so funktioniert? Ja, ich weiß, das ist doch unsicher. Boah, schau mal. Der schwingt nicht mal richtig. Komm, lass los, Alter. Okay, ja, jetzt. Oh Gott. Nathan! 20.000 Kugeln in mich drin, das würde ich. Wo muss ich jetzt hin? Kann mir das mal einer erklären? Ich bin nicht die Aussicht. Komm schon, ist ja hier oben! Kletter das Seil hoch! Ach, ich soll hochklettern! Um die Idee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Los, spring! Oh, was zur Hölle! Los, los, los! Denken doch bestimmt, wir sind tot. Also, komm's einfach mal. Nein, denken sie nicht. Lauf! Es ist Irrsinn! Lauf! Doch nicht die Schiene da? Ist egal. Noch weiter! Immer weiter! Immer nach Norden! Immer nach Norden! Okay. Shit! Boah! Ich guck so. What? Hä? Ah!
Nein. Auf ein neues. Auf ein neues? Wo denn? Ich hab noch nichts zu festhalten. Achso. Okay. Also den Stuhl ein bisschen weggeschossen. Auch können wir Musik machen? Dann ist die Welt ein bisschen freundlicher. Was ist einfach gewesen? Sachen wegschießen. Im ganzen Spiel konnten wir noch keine Sachen wegschießen. Und plötzlich. Oh. Sollte nicht so viel. Nein. Ich glaube, da muss ich raus, oder? Ja. Nein. Da. Da. Wieder hoch. Boah. Jetzt machst du fertig. Okay. Ich sag da halt. Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay. Mango. Was soll denn das heißen? Codewort? Au, das ist mein Safe Word. Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Ja. Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Ja, sind wir auch. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Ja. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen Sie uns doch mal. Stopp! Aha. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Natürlich. Zu zweit. Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Oh Gott, verdammt. Jetzt verprügeln wir einen, oder? Das ist doch schon wieder so programmiert, dass man überhaupt nicht... Ich hab genug von dieser Insel. Ich hab genug von Ihrem Bruder. Und ich hab genug von Ihnen. Oh nein, das wird nichts. Das hier. Ist das mein Tagebuch? Packt wieder ein. Schmeiß aus Fenster. Aus dem Fenster. Vielleicht einfach da rutschen. Nimm die Flasche, zieh sie aufs Schädel. Da hätte sie rausfallen sollen. Sam, gleich da, Sam. Halt durch, Sam. Ich komme. Ey, was macht er denn da? Hallo, ich möchte nach unten gucken. Ist das dämlich? Ich hätte mich wunderbar da unten drin schwingen können einfach. Ich bin fast da, Sam. Den! Habe ich etwas kräftig zugeschlagen? Oh, die Ruhe. Schnell, bevor ich... Und schieß! Schieß einfach. Sie sind schnell. Schieß. Aber nicht so schnell. Niete sie. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Da sind sie. Töte ihn. Wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Die hohe Person. Na, das ist ja interessant. Ach, halt klar. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Hey! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen. Leg sie hin. Schon gut. Waschlappen. Okay, schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Guckst du ja auch im Knast?
Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey, komm schon mal. Du hast uns noch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann, lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Ja, und gibst uns einen Anteil. Die Hälfte. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Was? Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow, was hat er dir erzählt? Sam, hast du gelogen? Sam. Was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit! Augenblick! Dann hatten wir doch schon Deal, oder? Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, weil du dumm bist. Und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer uns. Ich hab mein Leben für dich aufgegeben. Paupe dich belogen. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Ich glaube, er hat Sam nur angeschossen, auch wenn er uns verraten hat. Den Tod hat niemand verdient. Oh mein Gott. Nate! Hey, Nate! Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich hab mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Führung. Okay. Dann. Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Okay.
Okay. Ruhig, etwas frisch ist es plötzlich. Willst du deine Jacke zurück? Nein. Wir müssen weiter. Da ist eine Tür. Die Tür fällt wahrscheinlich auf. Das würde ich aus der ersten Folge dann der Restaurant. Hat man das. Kann man immer Sachen so hier zusammenschneiden? Oder kann man die nicht chronologisch machen? Klinken, ne? Okay, Briefe sind da. Das heißt, das ist schon länger keine mehr gewesen. Den Versuch war es wert. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich gehe davon aus, wir müssen wieder klettern und in irgendein Dach einsteigen. Wir müssen erstmal. Wir gehen erstmal hier okay. rum. Okay. Gehen wir hinten rum, ja? Sag ich doch. Wo ist er? Ach, da kommt er. Hey Nathan, da! Ein offenes Fenster. Ach ja. Hier, mir nach. Okay, gib mir deine Hand. Mal gleich im Ding, wa? Bruder springt vor. Okay, gut gemacht. Sam! Ich komm nicht hoch. Dafür mach ich das so. Oh, ein Fenster. Komm, Nathan. Rein da. Wow. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch einen. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern. Ziehen Aufzeichnungen aller Art, okay? Was muss sein? Die ist ja geil. Also nicht geil in dem Sinne, sondern. Naja, es ist halt nett. Was gefunden? Ein Teleskop. Gucken wir durch. Okay, wir gucken nicht durch. Wir gucken mal hier rein. Was haben wir denn da? Wahrscheinlich Pornos oder so. Hier drin ist nichts. Sieht ganz so verstaubt aus. Schon länger keiner mehr benutzt. Was suchen wir eigentlich nochmal? Irgendwelche Sachen von unseren Eltern war das, ne? Ja, die erste Folge ist ja schon doch eine Weile her. Nein. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Kisten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Ja, ich will ja nicht jeden Koffer hier aufmachen. Oh, guck mal, ein Boot. Komm, wir nehmen uns ein Bierchen, Sam. So, auf Bier. Keine Ahnung. Da ist auch noch was zu gucken. Keine Ahnung. Ja, das geht. Ach nee, Akten. Umdrehen. Wer mag der Mensch wohl sein? Und wer ist in der Ritterrüstung? Miss Evelyn, mein Name ist... Gesundheit Number. Was? Kenichiro? Kenichiro. Ja. Ich war letzte Woche in der Adventures Lounge. Lodge? Keine Ahnung, bei ihrem Vortrag. Über meine Augen. Zu ihrem neuesten Fund. Dem Rüstungssatz aus Tokugawa... aus der Tokugawa-Ära. Den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeit sollten nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide diese Probleme kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil ich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befinde. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen. Und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit in The Lennox, falls Sie mich kontaktieren möchten, was ich auch richtig hoffe. Mit den besten Grüßen, Kinichiro Namba. Hachi.
gibt es hier noch mehr? Ab nach unten. Ja. Achso, Sam hat schon aufgemacht, alles klar. Plops. Und wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Komm, wir nehmen ein paar Gemälde mit. Gut. Oder auch nicht. Und da ist was. Warum guckt er eigentlich nur so rein? Warum müssen wir immer alles machen, hä? Und die alte Schuhe im Schlafsack. Nein. Na bitte. Weißes Leder. Denn? Sam, hier ist was. Echt jetzt? Ja. Umdrehen. Nein. Das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Oh, da hätte ich das lesen können, wa? Kann ich nochmal reingucken? Nö. Okay. Ich glaube, es stört jetzt auch nicht unbedingt, wenn ich da nichts vorlese, ne? Hier ist eine Tür. Können wir da mal reingehen? Können wir nicht mal Licht anmachen? Also wirklich. Oh, was ist denn das? Noch ein Zettelchen? Yeah, noch mehr lesen. Ich bin begeistert. Umdrehen. War das dein Haus? Ja, wa? Das ist der gleiche Mann wie mit der Ritterrüstung, glaube ich. Der sieht ähnlich aus. Ist das dieser Shino-Dingsbums da? Weiß ich nicht mehr, wer er hieß. Lieber Eddie. Oder ist das Eddie? Nein. Ein Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient. Und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünsche, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hell orangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüll bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan, gemischt mit dem Brüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion. In den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschung abschließen können. Ja, da war ein Punkt, da muss man die Stimme senken. Sie sendete liebe Grüße. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unsere Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist. Damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Daddy. Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? Ein Umzug? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir wieder um. Ja. Yep. Immer schön arschig. Ist wie Urlaub, ne? 2 Wochen aus der Reisetasche leben. Ob ich da letztens eine Doku gesehen habe über Bettwanzen? Vielleicht sollte man doch den. Ach, sie bewegt sich nicht. Hilf mir mal. Machen wir es zusammen. Bereit?